Ich darf Sie zur Gedenkfeier begrüßen mit Beiträgen von Freunden gestaltet, Liedern von der Familie. Eine Gedenkfeier, vielleicht ist es jemand aufgefallen, da steht unten auf der Pate, von Trauerkleidung bitte abzusehen. Das ist für einen gelernten Österreicher ganz verwunderlich. Aber doch stellen Sie sich einmal vor, ein Freund bricht auf zu einer Reise. Er nimmt Abschied, er reist in ein schönes Land, schöner als hier in Österreich. Es ist alles dort für ihn vorbereitet. Wohnung, Essen, beste Freunde, die er schon lange nicht mehr gesehen hat, seine Eltern. Und dort ist Jesus und sagt, Bob, schön, dass du da bist. Wie wird die Stimmung sein? Einerseits traurig, weil wir müssen Abschied nehmen, aber andererseits für Bob, ha, wunderbar, er ist dort, wo er hin wollte. Und auch für dich oder für sie, wenn sie die gleiche Gewissheit haben, das Bild, wenn sie dann nachkommen, dass Bob entgegenkommen wird und sagt, schön, dass ich dich wieder sehe. Hi! In solch einer Spannung stehen wir, traurig, und vielleicht wird es heute auch ein paar Tränen geben, weil er weg ist, aber zugleich Freude, weil Bob hat sein Ziel erreicht. Und das sind keine schönen Trostworte. Na, Bob hat wirklich begriffen, geglaubt und vertraut. Glauben heißt nämlich Vertrauen, was Gott und Jesus gesagt hat. Wir werden da heute in einer Andacht noch mehr darüber hören. Und viele von uns, seine Familie, viele Geschwister, teilen die Glauben. Es kommt nicht darauf an, dass ich so stark glaube, vertraue, sondern dass der, dem er vertraut, stark ist, und das ist er. Und das tun wir auch. Wir sind die Geschwister der evangelikalen Gemeinde Deutsch-Landsberg, und die Familie hat heute zu dieser Gedenkfeier eingeladen. Eine Gedenkfeier an Bob Schunemann und auch an den, der ihn zeitlebens bewegt hat. Jesus Christus. Jetzt hören wir das nächste Lied, aber da wird der Thomas vorher noch etwas sagen. Genau, ich sage es noch kurz. Der Bernie hat auf uns verwiesen, als die Kinder von Robert, nicht ganz richtig, wir sind schon die Enkel, also die Kinder von Robert, unserem Grandpa Robert, Kinder. Und ich möchte uns einfach kurz vorstellen, ich bin der Thomas, mit meiner schönen Frau, der Angie, am Klavier, meiner großen Schwester, der Anne, und ihren Mann, den ihr später noch sehen werdet, dem kleinen Bruder Johnny und seiner Freundin Sabrina, und mit freundlicher Unterstützung von einer guten Freundin der Familie, der Vicky. Und ja, der Simon, genau, das vierte Kind, sitzt noch im Publikum, der hat die Technik über. Und ja, der Robert hat es geliebt, Lieder zu singen, Musik zu machen, Musik zu hören. Und genauso machen das jetzt wir weiter ein Stück weit. Und die Lieder, die wir heute singen, sind ein Stück durch ihn und ein Stück für ihn einfach ausgewählt, weil es Lieder waren, die er gehabt hat, die zu ihm passen. Und so werden wir jetzt das nächste Lied gemeinsam singen. Machst du doch weiter, Phil. Thank you.
Als Schwiegersohn darf ich ein bisschen aus dem Leben von meinem Schwiegervater erzählen. Ist für ihn die Sonne untergegangen? Na, eigentlich ist das für ihn passiert, was wir jetzt gerade gesungen haben. Er hat uns als Familie verlassen, er hat die Welt verlassen, er hat uns alle als Freunde, als Bekannte, als Menschen, die ihn irgendwie gesehen oder gekannt haben, verlassen. Aber für ihn ist eigentlich ein neuer Lebensabschnitt begonnen, hat begonnen, der wie das Aufgehen der Sonne ist. Er ist in Gottes Licht irgendwie hineingekommen oder dem Licht Gottes, in dem er sein ganzes Leben lang versucht hat zu leben, dem ist er viel näher gekommen oder so nahe, wie es nur geht, nämlich direkt dorthin. Er wurde geboren mitten in der Prärie in Amerika, 1929, vor 90 Jahren. Er war ein 7-Monate-Frühchen. Und schon zu Beginn seines Lebens war dieser Start irrsinnig schwierig. Eigentlich so, dass man gar nicht gewusst hat, lebt dieses Kind jetzt oder nicht. Aber er hat gelebt, Gott hat ihm Leben geschenkt. Das war schon das erste Wunder seines Lebens. Er ist da geboren, wo in Amerika diese 4 Präsidenten in den Stein gemeißelt sind. Ich denke mir, viele von uns kennen das, oder? Und das ist mitten in Amerika. Er ist nicht weit davon geboren, er hat auch nicht weit davon entfernt, wirklich nur ein paar Kilometer, seine Kindheit verbracht. Dort ist er aufgewachsen. Er war eines von 5 Kindern, der älteste Sohn der Familie Schunemann. Seine Vorfahren sind wie die allermeisten aus Amerika, also von Europa, eine Zeit vorher, im 19. Jahrhundert, ausgewandert. Aus Schleswig-Holstein, der Vater, Dänemark, Norddeutschland, irgendwo da, und die Mutter wahrscheinlich, oder die Familie der Mutter aus Irland. Und so haben sie da in Amerika gewohnt, und in Summe haben sie 5 Kinder gehabt. Von seiner Mama hat er uns erzählt, aber auch von seiner Oma, hat er schon ganz früh als Kind das Beten gelernt. Sie waren Menschen, die auch irgendwie einen starken oder persönlichen Glauben hatten an Jesus Christus. Und sie haben ihm schon früh ihm beigebracht, zu beten, dass das ein irgendwie schöner und wesentlicher Lebensinhalt ist. Sonst hat er eine ganz unbeschwerte Kindheit verbringen dürfen mit seinen Geschwistern. Er ist viel in die Schule gegangen und hat, ja, was macht man in der Prärie? Hat alle möglichen Dinge gearbeitet, auch als Cowboy, hat das Reiten gelernt, wie man sich das von unserer Seite aus Europa vielleicht auch so klischeeartig vorstellt. Sein Vater war Automechaniker, die Zeit damals war immens schwierig, Wirtschaftskrise, weltweite Wirtschaftskrise, und so sind sie dann auch viel umgezogen. Und der Vater war einer, der viel gekannt hat. Er war Automechaniker, er war auch Tischler und hat alles mögliche andere gearbeitet, und der älteste Sohn der Familie hat da immer wieder viel mitgearbeitet. Als er dann erwachsen geworden ist, war eine Zeit, wo die amerikanische Armee junge Männer gesucht hat, weil es war Kriegszeit. Der Zweite Weltkrieg war zu Ende, aber da war Koreakrieg und ich weiß nicht, sonst, was da sonst alles war. Und so ging er zum Militär und begann eine Offiziersausbildung. Aber viel Wesentlicheres ist vorher schon passiert. Schon als Teenager, davor, bevor er zum Militär gegangen ist, war ihm dieser Glaube, der ihm von seiner Mama und von seiner Oma irgendwie auch so gelehrt wurde, ist ihm gern ein Stück selber ins Herz gewachsen. Er hat irgendwie gewusst, er möchte sein ganzes Leben mit Gott durchs Leben gehen. Oder an der Hand Gottes, könnte man auch sagen. Und er hat gewusst, dass mit Gott irgendwie das nicht so eine Geschichte ist von, wie soll man jetzt sagen, dass das nicht irgendwer ist, sondern dass es niemand Höheren und Mächtigeren gibt im Leben von uns Menschen. Wer entscheidet über Leben und Tod? Wer hat ihn geboren werden lassen, in der Art und Weise, dass es schon Wunder war? Wer hat ihn jetzt am 13. Jänner von dieser Welt abberufen? Der Zufall? Na, da steckt eine Kraft Gottes dahinter, die wir uns Menschen gar nicht irgendwie vorstellen können. Er hat von dieser Kraft Gottes schon gespürt. Und so ist ihm, obwohl er natürlich als Soldat und Offizier ausgebildet wurde, so ist ihm das doch immer irgendwie wichtiger geworden. Und er hat uns erzählt,
auch sie haben ja im 90er gefeiert, noch im Herbst gemeinsam. Da hat er uns erzählt, dass er gewusst hat, verstanden hat, diesen Ruf Gottes, er soll mit Kindern arbeiten. Sein Leben soll darin bestehen, dass er mit Kindern arbeitet. Und so hat er seine Offiziersausbildung abgebrochen und ist auf eine biblische, theologische Ausbildung gegangen. Und dann schlussendlich einer Missionsgesellschaft beigetreten, die Kinderheime hatte auf der Welt. Und da kam er als ersten Arbeitsort, wenn man so sagen kann, nach Irland. In Irland hat er dann seine zukünftige Frau kennengelernt. Aber nur irgendwie kurz, soweit ihr das verstanden habt, denn sie wurde bald nach Österreich geschickt. In Österreich gab es nämlich Ausstellungen im Volkskundemuseum in Wien, 400 so Kinder von amerikanischen Besatzungssoldaten, farbigen und österreichischen Müttern. Kinder, die in der damaligen Gesellschaft keine Chance hatten zum Leben gescheit. Ja, halb, schwarze, irgendwie ganz schwierig. Und da gab es Menschen, die sich um diese Kinder bemüht haben. Das waren Waisen, Vollwaisen, Halbwaisen, je nachdem wie das war. Und so kam Lilian noch in die Salzburger Gegend, weil dort gab es 10 so Kinder, die betreut werden wollten. Die Kinder, die da auf diesem Bild sind, das sind die 10. Die waren das Titelbild dieser Ausstellung in Wien vor ein paar Jahren, wie das da lesen könnt. Und so haben sie für diese Kinder einfach angefangen zu sorgen und die Verbindung zwischen Bob und Lillian war schon da und so gab es eine Verlobung über die Post und eine Heirat dann im Jänner in England. Warum im Jänner? Lillian hat es einmal so schön erzählt, das war der Zeitpunkt, wo du am ehesten weg konntest. Weil war Winter, war nicht viel anderes zu tun und da waren auch andere Leute, die mit ihnen gemeinsam diese 10 Kinder versorgt hatten. Und so wurde im Jänner geheiratet und dann kamen sie zurück und suchten, mussten eine neue Bleibe suchen für ihre 10 Kinder und das nächste Bild bitte, haben ein altes Bauernhaus gefunden. Wir sind hier in der Hofermühle, ein 500 Jahre altes Mühlenhaus vom Schloss Steins. Das ist die Schweigmühle. Ein wirklich lustiges Zusammentreffen, ein 500 Jahre altes Bauernhaus, das als Mühle fungiert hat. Drinnen war Mühle. Das war zum Verkauf, das haben sie gekauft und sind dort dann mit diesen 10 Kindern eingezogen, haben es renoviert, umgebaut und auf diese 10 Kinder geschaut. Viel Arbeit war zu tun, das hat das Leben ausgefüllt. Das war Lebensinhalt. Ja? Sie waren angetreten, aus christlicher Nächstenliebe heraus für Waisenkinder zu sorgen. Das hat sein Herz bewegt, das hat ihr beider Herz bewegt. Und das war etwas, was sich durch das ganze Leben hindurchgezogen hat. Und er hat bis zum Schluss hat er sich für Kinder und Jungschararbeit und so Geschichten interessiert und da war sein Herz dabei. Gott hat ihm das als Teenager gezeigt. Und was Gott uns Menschen zeigt, das hat Gehalt und Gewicht, das stimmt. Das hat echte Wahrheit. Aus dieser Zeit dann entstanden auch Freundschaften, da gab es Beziehungen, da gibt es, das nächste Bild bitte, gibt es jemand, die Dame da in der Mitte, die kam schon als Teenager oder ihr ganz junges Mädchen in diese Schweigmühle, um mitzuarbeiten und das Foto, wie ihr seht, ist nicht allzu alt, diese Freundschaften, die da entstanden sind, die halten bis heute. Oder am nächsten Bild sehen wir auch ein Ehepaar, er kam als Pflegekind in die Familie Schunemann, noch bevor sie eigene Kinder hatten, nein, das stimmt, Entschuldigung, nicht bevor sie eigene Kinder hatten, aber einfach ja auch da und durfte in seinen Teenagerjahren, die ein bisschen sonst sehr wild gewesen wären oder noch wilder, keine Ahnung, ist wurscht, ja, durfte einfach auch da ganz viel lernen fürs Leben und diese Beziehung auch zu ihnen als Ehepaar besteht auch bis heute noch. Aber im nächsten Bild, sie haben doch ein Kind bekommen, ein eigenes. Das war die Elisabeth. Und das war natürlich zuerst einmal eine riesengroße Freude. Und heute sind wir beide da. Warum? Weil ich ihnen dann ihre einzige Tochter in die Steiermark entführt habe. Aber auch darüber könnte man viel reden, was da wirklich Gott seine Finger im Spiel hat. Indem wir uns Menschen Dinge zeigt und wenn wir denen folgen, lernen und das auch tun, dann hat das irgendwie ganz viel Gehalt. Und so sind wir sozusagen zu einer großen Familie geworden, mit Kindern und ihr habt es auch gerade mit Enkelkindern für den Robert Schunemann und inzwischen auch schon Urenkeln, was für ihn immer eine riesengroße Freude war.
dann war endlich auch das Alter so weit, dass sie in Pension gingen, wenn man das bei ihnen überhaupt sagen kann. Er war derjenige, der mir zum Beispiel bei meinem eigenen Hausbau am allermeisten geholfen hat, vor 25 Jahren. Und so kamen sie dann doch schlussendlich ihrer Tochter und ersten Familienangehörigen nach Steins und wohnen seither in Steins. Und wir sind Menschen, die wir sie mehr oder weniger gut jetzt kennengelernt haben in diesen letzten knapp 20 Jahren. 18 vielleicht sind es. Ja. Manche ganz persönlich, so wie der Bernie das gerade zuerst erzählt hat, manche vielleicht nur vom Sehen, vom Spazierengehen. Aber ich freue mich, dass einfach Sie alle und ihr alle da seid, um einfach diesen Menschen irgendwie auch ein letztes Geleit und eine letzte Ehre zu erweisen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch diese Freude spüren könntet, dass da nicht Anna gestorben ist und es deswegen zum Weinen ist, sondern dass es auch darum geht, dass da einer das Ziel seines Lebens erreicht hat. Nämlich sein ganzes Leben lang an dieser Hand Gottes gehend hat Gott ihn zu sich gerufen. Und wir haben darüber eine ganz große Gewissheit, weil das steht so in der Bibel. Und auch das haben wir gelernt, ich persönlich. Das, was in der Bibel steht, sehr ernst zu nehmen. Sehr direkt und sehr wörtlich. Und da sagt Jesus selber, dass er die Menschen, die es ihm so vertrauen gelernt haben in ihrem irdischen Leben, dass er denen eine Wohnung macht im Himmel und die Wohnung, die ist bereit. Und Bob hat diese Wohnung, mein Schwiegervater, hat diese Wohnung beziehen dürfen, jetzt vor kurzem. Und deswegen freuen wir uns, weil dort ist es noch schöner als hier bei uns im schönen Steins. So, wir waren immer dabei bei Kinderfesten und jetzt sind die Bilder schon weitergegangen. Das Leben ist fortgeschritten und es war vor knapp 2 Jahren so, dass er fast gestorben wäre, er war im Krankenhaus und so nahmen wir ihn dann zu uns ins Haus und es kam zu einer Pflegesituation, wo er irgendwie noch einmal aufgeblüht ist und dann auch sogar noch feiern konnte. 60. Hochzeitstag haben sie gefeiert. Oder 90. Geburtstag vor kurzem, meine beiden Schwiegereltern. Beide sind so Menschen, die für mich ein irrsinniges Vorbild waren. Nämlich genau in dem, wie ihr Leben gelingen kann. Abseits von all dem, was uns als Menschen treibt, in der Welt, in der wir leben, ist ein Leben unter der Führung Gottes, an der Hand Gottes und auch unter dem Segen Gottes irgendwie das schlussendlich Entscheidendste. So entstand auch dieses Bild. Er wollte unbedingt noch einmal zu Weihnachten in einen Gottesdienst. Es war schon so, er war schon so schwach zum Schluss, dass er das irgendwie nicht mehr geschafft hat. Aber da hat er sich noch einmal aufgerafft in der Weihnachtsandacht in der Evangelikalfreikirche in Graz ist das Bild entstanden als letztes Familienbild. Die Bären musst du mal nehmen. Es gab jemand, der heute da ist, die Bernie, die hat auch, die ist von dieser Lebensgeschichte von ihm sehr berührt gewesen. Und er hat begonnen, ein Buch darüber zu schreiben. Und eigentlich, sie hat ein Buch darüber geschrieben, nämlich das Buch der Lebensgeschichte von Robert und Lillian Schunemann. Und wir sind gerade so dabei, auch wirklich das zu einem Buch werden zu lassen. Aber da war eben auch eine ganz starke persönliche Beziehung und Berührung davon. Wie kann ein Mensch so leben, sein ganzes Leben lang, durch viele Schwierigkeiten hindurch und doch mit so einer Freude und Zufriedenheit. Und das war er, bis zu seinem letzten Atemzug. Er war der, der zufrieden war, weil er gewusst hat, es gibt für ihn jetzt auf der Welt so viel Schönes schon. Inmitten all der Schwierigkeiten, auch zum Schluss durch das Alter. Aber es wartet auf ihn eine Herrlichkeit und er hat es so ausgedrückt: Macht euch über mich keine Sorgen, hat er gesagt, ein paar Tage vor seinem Heimgehen in den Himmel. Er hat gesagt, macht euch über mich keine Sorgen. Ich gehe zu meinem Herrn und zu meinem Meister Jesus Christus in seine Herrlichkeit. Diese Gewissheit hat er gehabt, die haben auch wir. Und deswegen ist es heute eine Gedenkfeier, die Tränen hervorbringt, aber die uns auch echte Freude haben lässt. Er ist an dem Ziel seines Lebens angelangt. Und wir als Menschen, wenn wir dieses Vertrauen in Jesus Christus gelernt haben oder leben können, wir dürfen uns auch diese Gewissheit sagen lassen von Gott selber, dass es auch für uns gibt. Und insofern ist er uns vorausgegangen, ist er mir vorausgegangen, weil ich darf von mir selber auch sagen, dass ich diesen Glauben, dieses Vertrauen einfach auch habe.
in meinem Herrn und Meister Jesus. Ich bin irrsinnig dankbar für meinen Schwiegervater. Wir sind irrsinnig dankbar. Er war uns Vorbild als Mensch, als Mann, als Arbeiter, als Diener, als Freudenbote, als der sich mit den Menschen beschäftigt hat, der zu ihm gekommen ist oder den er getroffen hat. Und in vielen anderen Dingen. Und er hat ganz maßgeblich geprägt auch irgendwo das Gottesbild, das ich habe. Gott ist Vater im Himmel, das wissen wir aus unserer Tradition heraus. Wenn ich an meinen eigenen Vater denke, ist es schon schwierig, muss ich bekennen. Aber er war ein Bild von einem Vater, für mich persönlich, das mir ganz viel von Gottes Wesen und Gottes Liebe gezeigt hat. Dafür, und nicht nur für mich, sondern auch für Elisabeth, meine Frau und für uns alle als ganze Familie, dafür sind wir irrsinnig dankbar. Gott dankbar, dass er so einen Menschen uns geschenkt hat. Als Uropa, als Opa, als Schwiegervater, als Vater und als Ehemann. Der Papa, der Georg, hat schon gesagt, dass der Bob in seiner
Kind, der sehr von seiner Mutter und von seiner Großmutter geprägt ist, was den Glauben anbelangt. Und es gibt in der Bibel einen anderen jungen Mann, der jetzt auch Teil von Jesus ist, der auch sehr von seiner Mutter und von seiner Großmutter geprägt worden ist. Und das war Timotheus. So hieß er damals. Und an ihn sind zwei Briefe geschrieben worden. Und ich möchte aus dem zweiten Brief an Timotheus gerne die Verse 4, aus Kapitel 4, die Verse 7 bis 8 vorlesen. Sie sind vorne am Programm drauf, flüstert mir gerade meine Schülerin. Also 2. Timotheus 4, Vers 7 bis 8. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Mein Schwiegergroßvater Bob Schulemann ist verstorben. Und durch den Tod einen geliebten Menschen zu verlieren, ist immer schwierig und es ist immer mit Traurigkeit verbunden. Bob war für mich auch ein sehr großes Vorbild an Sanftmut, an Liebe, an Freundschaft, an Hilfsbereitschaft, an Fleiß und vor allem an Gottesfurcht. Aber so sehr ich Bob vermissen werde, ich kann nicht bei der Traurigkeit dieses Verlustes stehen bleiben. Denn ich weiß, dass er an einem besseren Ort ist und ich weiß, dass ich ihn wiedersehen werde. Das sind jetzt zwei häufig verwendete Floskeln. Ich weiß, dass er an einem besseren Ort ist und ich weiß, dass ich ihn wiedersehen werde. Floskeln, die, wenn sie oft genug ausgesprochen werden, eigentlich die Traurigkeit nicht wegnehmen. Ich arbeite in einem Seniorenwohnheim als Physiotherapeut und ich höre solche Floskeln immer wieder, wenn jemand verstirbt. Er ist jetzt an einem besseren Ort. Wir werden uns im Tode wiedersehen. Es geht ihm jetzt besser. Sein Leiden ist vorbei. Und so weiter. Es gibt sehr viele solche Floskeln, die man sich angewöhnt hat, die man kennt. Und ich verstehe den Wert solcher Sätze sehr gut. Denn wie schmerzhaft ist es, wenn plötzlich oder auch nach einem langen Leidensweg ein geliebter Angehöriger verstirbt. Ein naher Verwandter, ein guter Freund, eine enge Freundin oder sonst eine liebe Bekannte. Es tut weh. Und wir können mit diesem Schmerz des Abschieds oft nur selten umgehen. Und wir brauchen einen Trost, um damit umzugehen. Und was liegt da naheliegender, als sich damit zu trösten, dass es dem Verstorbenen, der Verstorbenen jetzt irgendwie besser geht. Aber der Trost ist oft hohl und die Worte bleiben leer. Der Schmerz bleibt und die gesagten Sprüche sind, obwohl sie gut gemeint sind, doch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Sie verdampfen und lindern schlussendlich den Schmerz des Verlustes nicht. Die Trauer bleibt. Solche Worte sind zwar Ausdruck von Hoffnung, aber nicht von einer lebendigen Hoffnung. Solche Floskeln bringen eine Hoffnung auf Trost und auf Linderung, aber eigentlich bringen sie es nicht. Die Hoffnung kann nicht gestillt werden. Es gibt jedoch eine lebendige Hoffnung, von der auch der Georg vorhin gesprochen hat. Eine wahre Hoffnung. Eine Hoffnung, die aus dem Tod eines geliebten Menschen ein Fest der Freude machen kann. Eine Hoffnung, die Bob sein Leben lang tief in sich trug und die sein Handeln eigentlich maßgeblich steuerte und ausmachte. Eine Hoffnung, die Bob in den letzten Tagen seines Lebens mit großer Freude und Sehnsucht auf das Sterben warten ließ. Nicht mit Freude und Sehnsucht auf das Sterben, sondern mit Freude und Sehnsucht auf das Leben danach, auf das Leben nach dem Tod. Bob glaubte sein Leben lang mit ganzem Herzen an Jesus. Und Jesus bietet als einziger wirklich eine wahre Hoffnung an, eine Hoffnung auf Leben nach dem Tod. Denn Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Eine solche Aussage wäre Irrsinn, wenn sie von irgendjemand anderem als von Jesus gekommen wäre.
Aber Jesus kann eine solche Aussage machen, denn Jesus ist Gottes Sohn, er ist Gott selbst. Und Gott bietet uns in Jesus eine ewige und lebendige Hoffnung. Aber die Frage stellt sich dann, worin liegt diese Hoffnung begründet? Die Hoffnung liegt in dem begründet, was Jesus für uns tat. Denn Gott wurde Mensch, um so zu leben und zu leiden wie wir. Das feiern wir zu Weihnachten, dass Gott Mensch wurde. Jesus wurde Mensch und lebte als Mensch und er lebte als Mensch, so wie sie, so wie ich. Und dann starb er. Jedoch starb er nicht einfach so, sondern er starb für uns. Gott selbst starb für uns Menschen. Ja, aber wieso, wieso muss Gott sterben? Weil wir alle Sünder sind. Das heißt, wir sind in unserem Herzen alle egoistisch und tun nicht das Richtige. Und selbst wenn wir das Richtige tun wollen, dann können wir nicht immer das Richtige tun. Gott hat im Himmel Wohnungen für die Menschen bereit, hat der Georg vorhin auch gesagt. Aber wir Menschen sind von uns aus nicht in der Lage, in diese Wohnungen einzuziehen. Denn wir können niemals gut genug für den Himmel sein. Selbst Bob, der ein so liebenswerter und sanfter und hilfsbereiter Mensch war, der ist ein viel besserer Mensch, wenn man das so nebeneinander stellen darf, als ich es bin oder sein kann. Aber selbst er konnte niemals gut genug sein, um den Himmel zu verdienen. Und er wusste es. Wir haben uns darüber unterhalten. Niemand von uns kann jemals so viel Richtiges tun, dass das Böse, das wir tun oder denken, vor Gott jemals aufgehoben ist. Und genau deswegen ist Jesus für uns gestorben. Denn es heißt in der Bibel, dass die Sünde den Tod zur Folge haben muss, weil Gott die Sünde nicht tolerieren kann. Also nahm Jesus die Schuld auf sich und er trug die Strafe, die wir eigentlich ertragen müssten. Er nahm den Tod auf sich, der eigentlich für uns gedacht war. Und er starb für meine, für ihre, für unsere Sünden am Kreuz und er bezahlte die Schuld all unserer bösen Taten und Gedanken mit seinem eigenen Blut. Doch er blieb nicht tot, sondern er stand am dritten Tag auf zum Leben. Und das ist es, was wir am Ostern feiern. Und damit erlöst er uns, wenn wir glauben. Denn wer jetzt immer an Jesus glaubt, der ist frei von dieser Todesstrafe. Es gibt keinen Tod für die, die an Jesus Christus glauben. Deswegen sagt Jesus ja, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Und dann fragt er, glaubst du das? Und ich frage sie jetzt ebenfalls, glauben sie das? Bob glaubte das und darin lag seine Hoffnung. Darin liegt meine Hoffnung. Und darin liegt auch die Hoffnung der ganzen Familie und vieler Freunde von Bob. Denn wenn Gott selbst, Jesus, für uns gestorben und auferstanden ist, warum sollten wir dann den Tod noch fürchten? Und wenn Gott selbst, Jesus, für uns gestorben und auferstanden ist, dann haben wir eine unerschütterliche Hoffnung, eine lebendige Hoffnung, eine wahre Hoffnung darauf, dass nach dem Tod etwas ist, nämlich die Herrlichkeit bei Jesus. Es hört nicht auf. Wir haben in Jesus eine Hoffnung auf das ewige Leben. Wer an Jesus glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und er wird in Ewigkeit nicht sterben. Und diese Hoffnung ist wahr und unerschütterlich. Und das ganze Leben von Bob zeugt darauf hin, bis hin zu seinem Tod. Ich habe ihm einige Tage vor seinem Sterben, habe ich ihm gesagt, ob er bei uns arbeitet. Viel haben er und seine Frau gekämpft, doch nie haben sie den Blick auf Jesus verloren. Nie hat Bob den Blick auf Jesus verloren. Und er konnte am Ende seines Lebens voller Überzeugung sagen, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Elisabeth hat mir ein paar Notizen von Bob zukommen lassen und dort schreibt er, über den Kampf der Gerechtigkeit, es lohnt sich zu kämpfen, den guten Kampf des Glaubens. Er hat den Kampf vollendet, denn es lohnt sich, diesen Kampf zu kämpfen. Und jetzt? Von nun an liegt für ihn die Krone der Gerechtigkeit bereit, die ihm der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Wenn Gott etwas verspricht, dann hält er sein Wort. Gott kann sein Wort nicht brechen. Bob
hat jetzt die Krone der Gerechtigkeit und er lebt bei Jesus in Ewigkeit weiter und er freut sich und er jubelt zusammen mit uns. Alles irdische Leiden, alles Arbeiten, alles Mühen, alle Anstrengung ist vorbei. Und nun ist Bob in der Herrlichkeit bei Jesus. Und darum freuen wir uns mit ihm. Und deswegen ist das, auch wenn das hier ein Abschied ist, eine Gedenkfeier zur Freude, weil Jesus Bob zu sich geholt hat. Wir freuen uns nicht, dass Bob weg ist. Verlust tut weh und wir werden ihn vermissen. Aber wir freuen uns mit ihm, dass er jetzt verherrlicht ist bei Jesus. Und es ist ihm nie besser gegangen als jetzt gerade. Und das ist die Hoffnung, die er sein Leben lang hatte und von der er sich so sehr wünschte, dass viele andere auch diese Hoffnung gewinnen dürfen. Denn es heißt in unserer Bibelstelle heute auch weiter, dass der Herr die Krone der Gerechtigkeit nicht nur ihm allein gibt, sondern auch allen, die Jesus Erscheinung ebenso lieb gewonnen haben, die auch an Jesus glauben und glauben wollen. Jeder, der an Jesus als Gott und Retter glaubt und ihn dadurch lieb gewonnen hat, wird ebenfalls das ewige Leben bekommen und die Krone der Gerechtigkeit. Und dabei ist es egal, wie alt man ist, wie man vorher gelebt hat, was man erlebt oder was man getan hat, darauf kommt es nicht an, sondern dass man zu Jesus kommt und an ihn glaubt. Wenn sie von Herzen an Jesus glauben, gibt es für sie eine ewige Hoffnung. Jesus sagt, es wird mehr Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Und deswegen tun sie Buße und glauben sie an den Herrn Jesus, falls sie es noch nicht getan haben. Und ihre Freude wird gewaltig und die Freude Gottes genauso. Aber was heißt das Buße tun? Nichts anderes als zu erkennen und zu bekennen, dass wir Sünder sind. Ein Mensch, der vor Gott niemals gerecht sein kann. Dass wir niemals gut genug sein können für Gott. Und dann umzukehren mit seinem Leben und es dem Retter Jesus hinzugeben. Und wenn sie verstanden haben, dass sie eigentlich nicht gut genug für den Himmel sind, dann tut das weh. Das ist nicht schön. Aber wenn wir in unser Herz schauen und ganz ehrlich mit uns selbst sind, dann erkennen wir und dann erkennen auch sie, dass es wahr ist. Wir sind nicht gut genug für den Himmel. Aber Jesus ist gut genug. Sie können den Himmel niemals erreichen, niemals verdienen. Aber dann kommen sie zu Jesus und sagen, Herr, sei mir Sünder gnädig. Und Jesus ist immer gnädig. Denn Jesus ist der gerechte Richter, der ja selbst unsere Strafe getragen hat. Es gab in der Bibel einen Mann, der erkannte, dass es ein ewiges Leben gibt und dass er es auch haben möchte, aber dass er es niemals erreichen würde. Und er fragte in seiner Not Paulus und Silas, zwei Arbeiter für Gott, genauso wie Bob es war, er fragte sie, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Die Antwort ist, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden. Vertraue mit ganzem Herzen auf den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden. Bob gab sein Leben lang diese Antwort an alle Menschen weiter, die er traf. Und ich bin davon überzeugt, dass jeder, der hier sitzt, der ihn besser kannte, mindestens einmal von Jesus gehört hat, wenn nicht sogar tausendmal. Glauben Sie an den Herrn Jesus Christus, so werden Sie gerettet werden. Und eines Tages werden Sie, wenn Sie glauben, zusammen mit Gott die Krone der Gerechtigkeit tragen. Und wir werden mit ihm jubeln. Wir erinnern uns heute an Bob und verabschieden uns von seinem irdischen Dasein. Wir trauern, aber nur kurz. Denn wenn wir uns erinnern, dann können wir nicht anders, als uns an Jesus zu erinnern, der alles vollbracht hat. Denn er starb für Sünder und er stand wieder zum Leben auf, damit jeder, der an ihn glaubt, in Ewigkeit nicht sterben muss. Jesus ist unsere Hoffnung, eine ewige Hoffnung, eine lebendige Hoffnung. Und daher kann ich sagen, ich weiß, dass Bob an einem besseren Ort ist. Und ich weiß, dass ich ihn wiedersehen werde. Denn ich glaube an den Herrn Jesus Christus von ganzem Herzen und aus voller Überzeugung. Jesus ist unser Leben, unser ewiges Leben. Und in ihm ist diese ewige Hoffnung, die Bob sein ganzes Leben lang angetrieben hat. Amen.
stellvertretend für viele andere, die heute nicht da sind oder verreist sind, darf ich ein Grußwort von Christiane Turek, Sie sehen sie hier, vorlesen. Dass ich bei der Gedenkfeier heute nicht dabei sein kann, tut mir sehr leid, zumal ich diejenige bin, die Robert in Österreich am längsten gekannt hat. Als ich 13 Jahre alt war, kamen zuerst Lilian und dann Robert zu meiner Mutter nach Salzburg, um Deutsch zu lernen. Meine Mutter war mit Lilians Deutschkenntnissen sehr zufrieden, aber mit Roberts Grammatikkenntnissen hatte sie ihre Schwierigkeiten. Trotzdem konnte er sich im Dialekt mit den Einheimischen bestens verständigen und das Salzburgerische verstand jeder. So konnte ich miterleben, wie sie die Besatzungskinder liebevoll betreuten und die Schweigmühle zu dem gemacht haben, was sie heute ist. Oft war ich mit meiner Mutter in meiner Jugend dort, aber Robert sah ich nicht viel. Er war immer beim Arbeiten. Seit den 80er Jahren haben wir durch unser Kellerstöckling Reisbach Steins lieben gelernt. Dadurch waren wir nicht ganz unbeteiligt daran, dass sich die Familien Keul und Schunemann auch hier niedergelassen haben. So waren wir hier auch fast Nachbarn und ich konnte miterleben, wie er auch hier beim Hausbau seiner Tochter und ihrem Mann mitgeholfen hat und sich in ihrer wachsenden Familie als Ruhepol erwiesen hat. Er war wirklich immer für jeden da, dem er helfen konnte. Ich bin sehr glücklich darüber, mit ihm über eine so lange Zeit, es waren mehr als 61 Jahre, befreundet gewesen zu sein. Von Christiane Turek. Ich heiße Peter Toski und bin ein alter Freund von Robert und Lilian. Hatte leider nicht so viele Berührungspunkte mit ihm in seinem Leben. Aber die ich hatte, ist alles heute, was gesagt worden ist, ist bestätigt worden. Er hat einfach seine Liebe und Freundlichkeit zu den Menschen und zu seinem Herrn ausgestrahlt und hat seine Nachwirkung auf vielen von euch und auch auf uns. Und ich glaube, das war auch eines seiner Lieder, die er gerne gesungen hat und kannte. When the trumpet of the Lord shall sound and time shall be no more. Das gilt jetzt gerade für ihn. Für uns ist das noch eine Zukunft, wartet das noch auf uns. Aber für ihn, er hat diese Trompete schon gehört und ist jetzt dort, wo ich hoffe, dass jeder von uns dort mal sein wird. The Lord shall sound, time shall be no more. And morning breaks, eternal bright and bad. When the Savior went to heaven, over on the other shore, and the rolling star of heaven, I'll be there. When
möchte noch ein Lied singen, das mir auch sehr viel persönlich bedeutet. Und es ist eigentlich auch ein Lied für die noch zurückgeblieben sind. Also für dich, Lilian, besonders, aber auch für jeden anderen, der sich angesprochen fühlt. Zurückerinnern an die Zeiten, wo man noch ziemlich klein und jung war
Ich kann mich erinnern an meine Großmutter, meine ersten 9 Lebensjahre habe ich bei meiner Großmutter verbracht. Und sie liebte es, ihren einzigen Enkel, weil sie hatte lauter Töchter gehabt, 6 Töchter, und ihr Enkel war ein Bub, und sie liebte es, ihn bei der Hand zu halten. Und ich liebte das überhaupt nicht. Ich wollte das überhaupt nicht und wollte mich immer losreißen. Aber später habe ich dann begriffen, warum sie das gemacht hat. Sie wollte mich einfach beschützen, mich bewahren und mich führen, weil es notwendig war. Und ich glaube, so ist es auch mit Jesus. Er will auch dich bei der Hand nehmen und dich beschützen und dich dorthin bringen, wo du hingehörst. Weil jeder Mensch, ob er das glaubt oder nicht, ob er es weiß oder nicht, hat diese Bestimmung. Er ist Ebenbild Gottes. Und weil er Ebenbild Gottes ist, ist er, das heißt du und ich, wir sind dazu geschaffen, um in dieser Herrlichkeit zu landen, dort wieder anzukommen, die wir vermisst haben, die wir versäumt haben. Aber dazu müssen wir uns an der Hand nehmen lassen, an seiner Hand. Und er möchte nichts mehr als das zu tun. Aber dazu musst du auch Ja sagen. An einer Stelle heißt es ja auch in der Bibel, wenn ihr seine Stimme hört, dann verstockt eure Herzen nicht, öffnet sie. Und an einer anderen Stelle heißt es sogar, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wenn jemand meine Stimme hört und mir auftut, zu dem werde ich kommen und mit ihm Gemeinschaft haben. Und das ist das Angebot, das Jesus jeden Menschen Tag aus, Tag ein anbietet. Falls er es noch nicht angenommen hat, du fragst vielleicht, ja, wie macht er das? In verschiedenster Weise. Er hat uns Augen, er hat uns Ohren, er hat uns Gehör gegeben, wo wir sein Werk, seine Schöpfung wahrnehmen können. Das uns ja dahin führen soll, nach ihm zu fragen. Und wer das tut, wird ihn auch finden. Und wir haben schon so viel Gutes heute gehört. Ich glaube, dass wir einfach über das noch nachdenken sollen, dass wir dieses Angebot Jesus persönlich annehmen dürfen und auch sollen. Und dann werden wir wirklich die Geborgenheit erfahren, die jeder braucht. Vielen Dank. Auch danke für die Einladung. Jahre Kontakt kommen wir nicht, aber 55, denke ich. Ich habe 3 kurze Gedanken. Was Finanzielles, was Heiteres und was Wichtiges. Zunächst mal, keine Blumenspende steht da drauf. Und da soll ich noch kurz was sagen, wurde ersucht. Also Spende fürs Freizeitheim Schweigmühle in Großgmain. Dort haben die lieben Schulemanns, bitte, ich komme aus einer anderen Prägung, das war nicht der Pupp, die Lilian, sondern das war die Familie Schunemann. In Ehre haben wir das gehalten. Also dort haben die Schunemanns gewirkt. Auf meinem Zettel steht, wenn man vom Latschen wird, das ist Großgmain, Salzburg, vom Latschen wird, so 100 Meter weiter fort auf der rechten Seite geht eine schmale Straße und dann öffnet sich ein Talkessel. Und wenn man dorthin fährt, ich glaube heute noch, steht der Robert Bob dort an der Arbeit. Nicht mehr ganz so, ist verständlich, aber dort waren Schulemanns für uns und wir haben dort viele Wochenenden, viele Freizeiten erlebt und ich denke gerne an die Zeit zurück, aber zunächst mal deshalb diesmal keine Blumen spenden, kein großer Kranz, sondern wer mithelfen möchte, diese Freizeitarbeit, dieses Freizeitamt besteht weiterhin sehr gut. In meinem Arbeitsbuch, Tagebuch steht zum Beispiel 1968 Jungscher-Freizeit in Großgmain, 1977 Chorwochenende in Großgmain. Später in der Gemeinde unterwegs haben wir manchmal mit der ganzen Gemeinde, mit 100 Leuten dort Freizeiten oder wenigstens einen Tag dort erlebt. Also es ist sinnvoll, so ein Freizeitheim zu haben. Vielen Dank für euren Dienst. Und wer mithelfen will, der soll sich da nachher beteiligen. Ich finde das ganz wichtig. Ich weiß nicht, ob es passt, ich sage es trotzdem. Das ist jetzt was Heiteres. Ich habe das für den 90. Geburtstag bereitet, kam aber, glaube ich, nicht dazu. Ich habe es hier noch einmal stehen. Unvergesslich sind die beiden. Das will ich hier allen sagen. Aber Freundschaft muss auch leiden und so gibt es auch was zu klagen.
dort bei euch im Schweigmühlhaus. Was ich sag, sei allen kund. Wenn man ging dort ein und aus, traf man meist auf einen Hund. Schufti hieß das Ungeheuer. Diesen Hund vergesse ich nie. Einmal habe ich ihn gestreichelt, heute zittern noch die Knie. Spaß beiseite, hört doch her, was ich schnell noch sagen möchte. Segen habt ihr ausgebreitet, euer Glaube, der war echt. So kann man zuletzt nur sagen, Jesus Christ, der Herr, ging mit, führte euch ein langes Leben, hat gelenkt euch Schritt um Schritt. Noch gültig und für Robert, wie wir gehört haben. Ich möchte noch einen Gruß sagen als Wort. Ich muss schon noch sagen, das Bild hier, ich weiß nicht, ob es von dort ist, aber so etwa kann ich mir das vorstellen. Das ist jetzt in Scheins, also im Garten hier, aber so ähnlich kann man sich das vorstellen in Großgmain. Wenn man diesen holprigen Weg gefahren ist, schmaler Weg, und dann ging es auf, irgendwo war er an der Arbeit. Wenn ich an Robert denke, und nun möchte ich noch kurz sagen, dann fällt mir immer ein Wort ein. Aus 1. Korinther, Brief, Kapitel 4. Dafür halte uns jedermann, für Christi Diener und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun sucht man nicht mehr an den Haushaltern, denn dass sie treu erfunden werden. Und das möchte ich dir zurufen, liebe Lilian, und das möchte ich nochmal sagen im Blick auf Robert. Darf ich das so sagen? Er war kein großer Redner. Ich glaube nicht, dass er herumgereist ist als Referent, etwa wie das heute noch der Gerhard Grömer macht, Pfarrer aus Schladming, wie das der Hans-Peter Reuer gemacht hat. Ja. Aber er war ein treuer Reichsgottesarbeiter, ein treuer Reichsgottesarbeiter. Und wenn wir irgendeine Großveranstaltung hatten in Salzburg, und wir hatten viele Großveranstaltungen, eigentlich war es der Einzige, der angerufen hat aus einer anderen Richtung, Gemeinde unterwegs, und wenn ich so richtig sage, Familie Schunemann ist mehr in der baptistischen Richtung, ist das richtig? So, ja. Also mehr Freikirche, Kirche, Gemeinschaft. Er war der Einzige, der angerufen hat und gesagt hat, Hans-Jörg, kann ich dir irgendwo helfen? Und das hat er nicht einmal gemacht, sondern immer wieder. Bis hin zu Stühle tragen. Er war ein treuer Reichsgottesarbeiter, soweit kann ich das sagen, über viele Jahrzehnte. Und da können wir Gott dafür loben, Gott die Ehre geben und noch einmal ein Danke. Weiter sagen können wir es jetzt nicht mehr, aber wir freuen uns, wenn wir an Robert denken. Es war uns eine Glaubensstärkung. Wir loben Gott über Robert und seine liebe Frau. Gott segne euch. Danke. Ja, Bob war ein treuer Diener. Er diente in verschiedenen, auf verschiedene Art und Weise. Und ein Teil durfte ich ganz praktisch auch von ihm lernen. Wir haben in der Gemeinde der Falkenhofgasse damals den Gebetsbrief gehabt. Über viele Jahre hat Bob diesen treuen Dienst gemacht. Und als ich dann von ihm das übernommen habe, war es echt erstaunlich. Eines Tages holte ich bei ihm eine große Tasche mit Unterlagen ab. Ganz viele Listen mit Namen, wo er alle aufgezeichnet hatte, die ein- und ausgegangen sind. Manche waren nur kurz da, aber der Name stand auf der Liste. Und er wusste genau, wer das war. Und er hat für die, Tag für Tag, hat Lilian und Bob für die Leute gebetet. Das hat mich sehr beeindruckt damals. Und was noch war, er hat dafür gesorgt, dass jede, also er hat mir dann gesagt, am Schluss war es ja schwierig, dass jeder mal zweimal im Jahr drankam. Aber er hat darauf geachtet und die Daten dahinter geschrieben und es war präzise und genau. Also es war ein Wahnsinn. Und das hat mich sehr beeindruckt, wie treu er für die Leute gebetet hat. Wie er sie gekannt hat, wie er mit dem Namen was angefangen hat. Es lebte für ihn. Das war faszinierend. Und noch eine Begebenheit, die ich
beeindruckend fand auf der Gemeindefreizeit damals am Wörthersee, ist Lillian gestürzt und sie lag im Spital. Und ich bin dann zum Bob abends hin und habe gesagt, Bob, wie geht es dir? Und dann sagt er, the Lord knows. Der Herr weiß es und sie ist in seiner Hand. Dann habe ich gesagt, machst du dir Sorgen? Warum sollte ich mir Sorgen machen? Sie ist in Gottes Hand und also gut aufgehoben. Und ich fand das irgendwie faszinierend, wie diese Ruhe und dieses Vertrauen, was er ausgestrahlt hat, wie das bis in solche Details ging. Wo er wusste, Lillian ist in seiner Hand. Da ist sie gut aufgehoben. Ich brauche mir keine Sorgen machen. Fand ich sehr stark. Und da habe ich gedacht, das möchte ich von ihm lernen. Ja, so haben wir ihn kennengelernt, 2003, als Beter. Damals war er noch im Diakonenkreis, im Gemeinde Falkenhofgasse. Wir haben uns einmal im Monat getroffen. Eben, er war nicht der große Redner. Nein. Aber wenn er was gesagt hat, das haben wir sehr schnell gemerkt, wenn er was gesagt hatte, dann war das schon durchbetet. Und dann gerade es hinzuhören. Und das hat uns beeindruckt. Da haben wir gemerkt, da kommt einer aus der Gegenwart Gottes, der hat das schon mit Gott besprochen. Und wenn er das noch nicht hatte, hat er auch nichts gesagt. Da war er eher ruhig. Und das war beeindruckend, ihn kennenzulernen. Und ich erinnere mich an die letzten beiden Begegnungen. Und in den letzten beiden Begegnungen, an seinem 90. und einmal noch danach, haben wir einmal eigentlich einen Satz dreimal wiederholt. Also er und ich habe das bestätigt. Was haben wir doch für einen wunderbaren Herrn? Oh Samuel, was haben wir doch für einen wunderbaren Herrn? Auf den freue ich mich schon, auf unseren so großartigen Herrn. Das waren so die letzten Sätze, ja, die ich von ihm mitnehme. Diese Begeisterung auf Jesus. Und ja, weil er gerne gebetet hat und weil es großartig ist, mit Jesus und mit unserem Gott zu reden, wollen wir auch jetzt noch beten. Danken für das Leben. Danke. Vater im Himmel, wir wollen dir danken für das Leben von Bob. Für all das, wo wir in seinem Leben dich sehen durften, wo er dich verherrlicht hat durch seine Liebe zu dir, durch das Vertrauen, was er ausgestrahlt hat, für die Ruhe und Gelassenheit, die er aus deiner Nähe, aus deiner Gegenwart erlebt hat. Ich möchte dir danken für Bob und Lillian, wie sie uns Vorbild sind und waren, wie sie Menschen in deine Gegenwart immer wieder gebracht haben im Gebet und erwartet haben, dass du handelst. Wie sie in diesem Vertrauen viele Gebetserhörungen erlebt haben. Ich möchte dir danken für das Leben von Bob und von Lillian. Möchte dir danken, dass wir sie kennenlernen durften. Ein Stück von diesem Leben einhauchen durften. Und sie sind uns Vorbild. Und ich möchte einfach so bitten, dass du uns auch zu solchen Menschen machst, die wie er dich verherrlicht, wie er auf dich schaut, auch wenn Sorgen da sind, nicht die Nerven verliert, sondern in deiner Ruhe und Gegenwart auftankt und gelassen bleiben kann, weil er weiß, der Herr weiß es. Wir sind in seiner Hand gut aufgehoben. Danke dafür. Und lieber Vater, wir wissen, bei dir sind wir gut aufgehoben. Und deshalb bitten wir auch jetzt nochmal für Lillian und dass du ihr Trost und Beistand bist. Jetzt im Moment, heute am restlichen Tag, morgen und übermorgen und alle Tage. Und dass sie immer wieder auf dich sehen kann und diesen Trost erlebt. Ja, sie haben über 60 Jahre zusammen geschenkt bekommen von dir. Und dann ist der Schmerz da, wenn einer vorher geht. Das ist ganz klar. Aber du bist noch da. Und lass sie das erleben und spüren. Segne du Elisabeth und Georg
und die ganze Familie und jeden Einzelnen, der heute hier ist. Du kennst jedes Herz, du kennst jedes Leben, du weißt, was wir brauchen. Allmächtiger Gott, lieber Vater im Himmel, wir rufen dich an und bitten dich, dass du dein Reich weiterbaust. In uns, die wir dich schon kennen, aber auch in dieser ganzen Gegend und in den vielen Menschen, für die Bob Tag für Tag gebetet hat. Die Großen und die Kleinen, die, die jetzt schon erwachsen sind, die, die sich vielleicht schon nicht mehr an dich, an ihn erinnern, aber du hast niemand vergessen. Dich preisen wir, allmächtiger Gott, lieber Vater. Danke, dass du die Menschen liebst. Danke, dass du Bob geliebt hast und hast ihn zu dir hingezogen und jetzt ganz in deine Nähe. Wir beten dich an und wir vertrauen auf dich. Amen. Amen. Das ist interessant. Dezember hat mir die Elisabeth ein WhatsApp geschickt. Ein WhatsApp, das ist für alle, die das mit Handys ins Haus gehen, das ist moderne SMS. Das schickt meist zu heutzutage. Und da hat sie geschrieben, dass der Bob ganz traurig ist, weil er im Gottesdienst nicht dabei sein konnte, wo wir Abendmahl gefeiert haben. Ob nicht jemand mit ihm Abendmahl feiern möchte, nachdem ich da den Gottesdienst geleitet habe. Und in der Schanzberg. Dann sind Ursula und ich irgendwann zum Bob und haben noch mit ihm Abendmahl feiern dürfen. Und da haben wir sogar einen israelischen Wein, einen Wein aus Israel mit, also für Brot und Wein verwenden dürfen. Das war sehr schön. Und ja, dann später, ich glaube es war schon Jänner, hat die Elisabeth noch einmal euer WhatsApp geschickt zu mir, du, der Bob möchte dich noch einmal sprechen. Sie hat mir vergessen, Sorgen vorher schon. Und der Bob möchte mich noch einmal sprechen, ich war damals ein bisschen krank noch und dann haben wir gedacht, na, also kranker gehe ich nicht hin, aber nachher, wenn ich wieder gesund bin. Und das war dann genau an dem Donnerstag, letzten Donnerstag, bevor der Bob heimgeholt worden ist zum Herrn. Und da hat der Bob eben noch einen letzten Wunsch gehabt, oder nicht einen letzten Wunsch, einen Wunsch gehabt oder ein Anliegen, das er nicht mehr ausführen konnte. Und das hat auch ein Johnny gesagt und wir haben uns dann abgesprochen, der Johnny und ich, und er wollte noch etwas tun. Und heute, heute nicht, diese Woche ist noch mit der Post dann auch das Ergebnis gekommen, was er noch tun wollte. Ich möchte das vorlesen. For you, my dear Elizabeth, and for you, dear Georg, I had an olive tree planted in your name. It's been planted in Jerusalem as a sign of my thankfulness for all the love and caring I have received from all of you, in loving memory, Dad. Auf Deutsch, für euch, liebe Elisabeth und Georg, habe ich in Jerusalem einen Olivenbaum pflanzen lassen, als Dankeschön für eure Liebe und Fürsorge. In Liebe, euer Dad. Und an dieser Stelle möchte ich einfach auch an den Sadek Danke sagen. Ich glaube, das auch dir gebührt ganz, ganz viel Dankeschön. Du hast dem Bob auch immer wieder geholfen. Auf jeden Fall, jedes Mal, wenn ich hingekommen bin auf Besuch, war der Sadek dort, hat den Rollstuhl hergeführt oder so irgendwie. Dankeschön. Und dazu gibt es ja keine Urkunde, die ist dann mit der Post gekommen. Praktische Überraschung, fast möchte man sagen, typisch Pop. Gottes Zeitplan. Gottes Zeitplan. Ja, wir sind jetzt eigentlich schon zum Abschluss. Die Musiker darf ich wieder auf die Bühne bitten. Ich darf auch noch was ansagen. Pop hat sich gefreut, wenn Besuch da war. Ich glaube, es wäre ganz in seinem Sinne, wenn ihr nicht gleich aufbrecht, wenn jetzt das vorbei ist, sondern noch bleibt. Kaffee trinkt, Kuchen isst. Ich denke, er hat sich drüber gefreut. Lilian ist da. Überwinde deine Befangenheit. Sie freut sich, wenn du sie begrüßt und ein paar Worte mit ihr sprichst. Auch Elisabeth und Georg. Die praktischen Dinge mit der Spendenbox sind schon gesagt. Noch was Praktisches.
Die WCs sind draußen im Keller, wenn sie die sucht. Vergesst am Ende auch nicht, die Kuchenbehälter mitzunehmen. Waren manche Gedanken für dich heute neu? So zu gehen wie Bob und eigentlich nicht nur Traurigkeit zu verspüren, sondern auch Freude. Lass den Moment nicht vorbeigehen. Betäub ihn nicht. Wenn du Fragen hast zur Andacht, fragt's den Moritz Malko. Wenn ihr sonst Fragen habt, fragt's Lilian, Elisabeth, Georg, die Enkelkinder. Nicht über. Es wäre schade, so einen Moment zu versäumen. Ihr seid gewiss, es war nicht schade, so einen Menschen zu kennen. Pflege des Roten Kreuzes, die Robert in den letzten 21 Monaten betreut haben. Ein besonderer Dank gilt seinem Hausarzt für die freundliche medizinische Begleitung und allen behandelnden Ärzten. Danke an alle, die die Familie besucht haben, geschrieben haben
Ihnen als Familie in diesen 21 Monaten der Pflege tatkräftig zur Seite standen. Danke für alle Gebete. Sie wissen sich von Gott gesegnet und getragen. Danke an Christine Retz fürs Organisieren vom Kuchenbuffet, Frau Claudia Dunst-Mösenlechner für Kaffee und die Bereitstellung dieses Raumes. Und vor allem danke, dass du, dass sie dabei warst, um Bobs Gedenkfeier unvergesslich zu machen. Das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.